ja, warum esse ich Fleisch? Das ist eine gute Frage. Weil erstens, was mir schmeckt. Mhm. Und zweitens, ich grille gerne. Es ist leicht zu kriegen. Ne? Ist halt eine große Industrie, ne? Das ist ein riesen Ding hinterher. Ja. Das ist, ja, ist einfach so. Das ist schon eine riesen Sauerei. Ja. Das ist ganz klar. Natürlich spricht, wenn sie darauf hin, um Vegetarier zu werden, letztendlich, kann ich natürlich, müsste ich dann sagen, ja, müsste ich eigentlich machen. Nur, was mich natürlich immer irritiert ist, ich war gestern noch hier beim Handelshof, kriegen so eine Schale, da sind, glaube ich, 25 oder 30 Hähnchen Unterkeulen drin. Mhm. Ein paar Euro. Für 14 Euro oder sowas. Ne? Ja. Und natürlich kommen die alle aus dem Hühnerkonzert. Ne? Da für mich, das ja, ist mir klar. Ja. Verbraucher sieht es natürlich ja, nicht. Ja. Das ist klar. Ja. Aber wenn Sie das ja schlimm finden und Sie diese Wörter schon benutzen, ja, ne? Wenn Sie das so schlimm finden, was wäre denn die logische Konsequenz eigentlich daraus? Die logische Konsequenz ist, ich will essen kein Fleisch mehr, das wäre die ideale dabei. Ja. Meine Frau wäre jetzt nicht so, die würde dann anders sehen, aber ich werde sie noch daran überzeugen. Ja, ja, sehr gut. Also vielen lieben Dank.